Oh, welcome on my YouTube channel to a new video. I'm here at the German TÜV. Wait. So, jetzt sollte es gehen. Das Handy war noch auf Englisch eingestellt. Also, willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe jetzt hier am TÜV in Velbert. Bezüglich meiner Mängelkarte hat es mich jetzt hier hingelockt. Ich darf leider nicht rein, da wir Corona haben. Ich bin echt gespannt, ob es funktioniert. Ich habe eine ABE für die Radreifenkombination. Ich habe eine ABE für die Federn, die da verbaut sind. Und das Ganze in Kombination wird heute eingetragen. Was der ganze Spaß kosten wird, das decke ich gleich auf. Ob es geklappt hat, decke ich gleich auf. Also seid gespannt. Sobald der Wagen draußen ist, melde ich mich. Und anschließend erklären wir auf jeden Fall nochmal, was braucht man alles für eine Eintragung. Welche Eintragungen gibt es für Radreifenkombination? Also, bis gleich. Let's go. So, also Felgen sind eingetragen. Hier sind die Unterlagen. Mängelkarte ist abgestempelt. Hoppa. So, Ladies and Gentlemen. Wir sind jetzt offiziell legal auf der Straße. Fühlt sich gut an. Erstmal eine Runde durch Velbert. So, Jackpot wäre jetzt natürlich, wenn jetzt genau der Polizist, der mir die Mängelkarte ausgestellt hat, mich anhält. Ich fahre jetzt mal provokant am Willy-Brandt-Platz in Velbert vorbei. Ich mach's mal kurz, Mundpuppe. Hören Sie auf mit dem Spielchen, ey. Zum TÜV selber ist zu sagen, das Ganze hat jetzt 154 Euro gekostet. Hat ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit in Anspruch genommen, weil der Prüfer hat wirklich sich alles angeguckt. Ein Verschränkungstest hat er jetzt nicht gemacht, weil Augenmaß wahrscheinlich. Er hat die Höhe jetzt eingetragen von dem Fahrzeug, also die neue Höhe. Und im nächsten Zuge bin ich jetzt dazu verpflichtet, das, was er mir ausgestellt hat, das zeige ich euch aber gleich nochmal, beim Straßenverkehrsamt in die Fahrzeugpapiere reinschreiben zu lassen. Also sprich, die Korrektur der Fahrzeugpapiere, Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief. Obwohl, beim Brief bin ich mir nicht sicher, obwohl ich sowas schon mal gemacht habe. Ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern, ob der Brief auch korrigiert wurde. Aber wenn ich das dann nachgeguckt habe, kann ich es ja in die Kommentarfunktion nochmal reinschreiben. So ein TÜV-Besuch nutze ich natürlich auch immer wieder dafür, um mir wieder Infos zu beschaffen. Ich habe den TÜV-Prüfer gerade ein paar Sachen gefragt, auch bezüglich meines Airrides-Umbaus und bezüglich auch Radreifenkombinationseintragungen. Im nächsten Zug gibt es jetzt nochmal ein Carporn. Wie sieht der BMW jetzt aus? Und anschließend reden wir über Radreifenkombinationseintragungen, TÜV-Eintragungen, Einzelabnahmen. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. Porn in 3, 2, 3, 2, 1, go! Einmal kurz abzuhandeln, was man an Papiere braucht oder was ich brauchte für Papiere. Der TÜV, wenn ihr Räder eintragen lässt,
sprich Felgen und Reifen. Und das in Kombination eventuell im Bestfall mit einer Tieferlegung. Solltet ihr auf jeden Fall, bevor ihr das macht, einmal die Achse vermessen lassen. Eine Achsvermessung kostet ungefähr 60, 70, 80 Euro circa. Das will der TÜV auf jeden Fall haben. So, dann braucht ihr natürlich Gutachten. Ich hatte einmal das Gutachten hier für die Federn und einmal von den Borbettfelgen das Gutachten vom Hersteller. Das Ganze natürlich für dieses Fahrzeug, also dieses Fahrzeug muss im Gutachten aufgeführt sein. Dann solltet ihr nur eine Komponente eintragen, das ist eine ganz normale Eintragung. Solltet ihr mehrere Komponenten in Kombination zueinander eintragen, dann ist es auf jeden Fall eine Einzelabnahme und der TÜV-Prüfer, wie in meinem Fall jetzt, prüft, ob die ganzen Komponenten zusammen harmonieren, ob es irgendwo Punkte gibt, wo man bemängeln könnte. Und wenn alles Taco ist, wird dann eingetragen, das Ganze 154 Euro, dreiviertel Stunde. Vorab natürlich mit Terminvergabe wegen Corona. Lass uns mal rausgehen ans Auto. So, die Variante, die wir jetzt hier haben, ist Felgen eintragen von Zusatzherstellern. In diesem Fall haben wir eine Borbettfelge. Hier vorne die KBA-Nummer und mit der KBA-Nummer ist dann klar, das Ding ist keine Originalfelge, hat ein TÜV-Gutachten zu bestimmten Fahrzeugen, in diesem Fall der 7er BMW. So, in dem Gutachten drin steht, was man für Reifen fahren darf, 245/35. Das hier ist die Traglast, das heißt das Gewicht, was der Reifen aushält. 95 steht, glaube ich, für 600 Kilo oder 650 Kilo, weiß ich jetzt nicht. Und Y steht für die Geschwindigkeit, die der Reifen hier aushält. Das ist alles in Harmonie mit diesem Fahrzeug, also das passt. Vorher hatte ich ja das Problem, dass ich eine 91 hatte. Da hat die Geschwindigkeit zwar gepasst, aber die Tragfähigkeit nicht. Also das hätte eh nicht geklappt. Mal als Beispiel, was gibt es noch für Eintragungen? Wir haben ja hier einen Fahrzeugschein. In diesem Fahrzeugschein steht drin, hier stehen die Originalgrößen drin, die gefahren werden dürfen. 215, 65, 16 Zoll Felgen. Natürlich mega wack. Und hier unten kommt dann über das Straßenverkehrsamt die neue Geschichte rein. Dieses TÜV-Gutachten, was ausgestellt wurde, wird dann in die Fahrzeugpapiere übertragen. Des Weiteren hatten wir ja die Mängelkarte. Da hat der TÜV-Prüfer abgestempelt drauf. Die muss ich jetzt dem Straßenverkehrsamt schicken, damit ich kein böses Nachspiel habe, was diese Mängelkarte angeht. Wenn ihr zum Beispiel eine Felge fahren möchtet, original vom Hersteller, aber von einem anderen Modell. Zum Beispiel, ich fahre jetzt hier eine Felge von einem 5er drauf, zum Beispiel. Dann brauche ich Folgendes. Ich brauche von BMW ein Traglastgutachten. Für jede Felge, die BMW ausgeliefert hat, gibt es Gutachten, die besagt, wie viel Kilo darf so eine Felge tragen. Ich nenne euch mal ein anderes Beispiel. Die CL-Felge vom C215, die Segin-Felge, so heißt die, die besitzt natürlich auch ein gewisses Traglastgutachten. Und die Felge wird sehr oft gefahren auf dem W124 zum Beispiel. Das bedeutet, dass ich dann auf jeden Fall von Mercedes das Traglastgutachten brauche und dann Reifen draufziehe, die dann vom Reifenhersteller freigegeben sind für die Breite und Größe dieser Felge. Also diese zwei Sachen bräuchtet ihr und dann geht ihr zum TÜV damit und dann bekommt ihr auch eine Einzelabnahme, sofern nichts schleift. Das Auto bekommt so einen Verschränkungstest, bedeutet vorne rechts hoch, hinten links hoch, mit so Böcken und dann guckt man, ob es schleift oder nicht. Ja, jetzt ist ja die ganze Geschichte hier eingetragen. Beim Carporn habt ihr natürlich gesehen, dass die Felge noch ein bisschen zu weit im Radkasten drin steht. Also hier geht noch einiges und vorne geht auch noch einiges. Bedeutet, der Wagen wird auf jeden Fall noch Spurplatten bekommen. Hinten kann ich bis zu 30, da habe ich mal ausgerechnet, was die ET-Zahl angeht. Und vorne kann ich auch noch locker 20, 25 oder 30 fahren. Hinten könnte ich sogar 50 fahren, eine 50er Platte. Aber die gibt es ganz selten mit ABE. Und das Ganze soll ja dezent sein, als dezente Limo. An der Stelle hat der ein oder andere sich bestimmt gefragt, warum ich keine Tiefbettfelge gewählt habe. Ja, für diesen 7er gibt es so gut wie kaum Felgen mit ABE. Und da ich in Zeitverzug war mit der Mängelkarte, ich hatte ja nur 14 Tage Zeit, um das Ganze zu regeln,
konnte ich jetzt nicht irgendwie auf Recherche gehen, welche Felge passt vom BMW. Und die, die passen, wo ich mir sicher bin, die kosten dann mal eben 3.000 oder 4.000 Euro und sehen dann dementsprechend auch gut aus. Aber ich hatte das Budget natürlich jetzt nicht. Nichtsdestotrotz, diese Felgen, die ich jetzt drauf habe, die haben auch rundum mit den Reifen einen vierstelligen Betrag gekostet und haben mich jetzt aus der Misere erstmal geboxt. Ich habe jetzt erstmal wieder den Kopf frei. Nächster Step sind die Spurplatten und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mit dem BMW. Wenn ihr noch einige Fragen habt bezüglich TÜV, Eintragungen, Felgen, Reifen, dann schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Ich werde mal gucken, dass ich dann zeitnah antworte. Des Weiteren würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Einen Daumen hoch, wenn das Video euch gefallen hat und kommentiert dieses Video. Mit den Worten verbleibe ich. Ich bin raus im Dorfjargon. Baby girl, let the ice break. Give you all what your life is. I know what I say. Give me baby girl another night, yeah. When you want something, come on, you can ask and I never say no. You know what I say.